Hallo, also ich bin Silke Baronowski, ich wohne hier in Rangsdorf, bin 37 Jahre alt und bin hier, weil ich gerne ein Hörspiel sprechen möchte. Auch jetzt bin Oskar Bornstein und meine Rolle ist Beck Junge. Mein Name ist Klaus-Dieter Schumann, die Rolle Polizist Römisch 2. Text 1. Peter Fleming und ich werde die Rolle einer Angestellten in einem Rathaus vorsprechen. Hallo, ich bin Frau Bürkle und ich spreche für die Rolle der Bamsi. Also, ich bin Lucy Töpfer. Ich spreche jetzt für die Rolle von Jenny. Genau. Also, ich fange jetzt mal mit der Einleitung. Ja, also, ich bin Tamina und ich spreche die Rolle der Charlotte von Heuer vor. Hallo, wo soll ich? Ja, da hinten schon, oder wo soll ich schon? Guck einfach auf deinen Hallo. Zettel. Also, ich bin Ali und ich spiele die Rolle, also, ich spreche die Rolle Polizist Nummer 2. Text 1. Und ihr sagt mir, wann es losgeht, ja? Sprich mal ins Mikrofon. Hallo, 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 hallo. Okay. Na dann kommen Sie mal rein und setzen Sie sich. Dann schauen wir doch mal. Meistens klappt es ganz gut mit dem Helfen. Warum auch? Sind doch alles nur Geschichten aus Hollywood. Mach auf! Lass uns rein! Die Tür ist nicht verschlossen. Öffne uns! Dürfen wir reinkommen? Ich steige auf keinen Fall aus. Das ist mir zu unheimlich im Dunkeln auf einem Friedhof. Jetzt überlege ich, womit du mich verunsichern könntest. Jetzt wird es schwierig, ja. Vielleicht ist es ja ganz gut so, dass er ein Feigling ist. Das hilft nicht. Doch, da kommt ja, ja, ist ja schwierig, aus mir einen unsicheren Menschen zu machen. Aber nicht unmöglich. Also die sollen ein bisschen freundlicher sein. Ja, das ist sehr gut. Okay. Also manche Sätze waren wirklich gut freundlich, aber auch so Sätze, die an sich nichts mit Freundlichkeit zu tun haben. Die waren so ein bisschen schnippisch, ne? Ich dachte, das müsste sein. Die beste Freundin weiß davon nichts. Darum erzählst du es ihr. Die hört es gerade das erste Mal. Ja, genau. Oh, okay. Und aber schöne Pausensätze. Nein, das war mir jetzt unbewusst, weil das hätte man vielleicht bei Persönlichkeit irgendwie. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das bringen soll. Von willenlosen, zombieartigen Wesen bis zu seelenfressenden Monstern ist alles dabei. Aber ich werde euch die Wahrheit über diese Wesen erzählen. Jenny! Da kommt sie ja! Ah! Jenny, renn! Manchmal versuchst du mit Mitleid zu überzeugen, weißt du? Also, weil du sagst ja, dir ist kalt, du möchtest reingelassen werden. Also das tue ich so, als wäre ich richtig am Arsch und diese Nüsse rein. Genau. Sorry. Du hast sehr wertend diese Frage gestellt, fand ich. Ja, ich bin ja Polizist. Dann würde ich das einfach nochmal machen. Okay. Okay. Ich würde jetzt erwarten, dass ich was sage, oder? Ja. Ich gucke nur so 7 Leute an. Das bedeutet, ich bin jetzt für diesen Satz unpassend. Oder soll ich auch das so, sind doch alles nur Geschichten aus Hollywood. Also ja, exakt. So mehr so mehr. Ab. Ja. Also so mehr so mehr Leben reinbringen. Links, dass man das so nicht so gut. Ja, so verachten. Beim Hollywood ist es ziemlich verachten. Also nicht zu verachten. Von willenlosen, zombieartigen Wesen bis zu seelenfressenden Monstern ist alles dabei. Die Kindsmutter ist bei der Geburt wegen Komplikationen verstorben. Die ist doch verrückt. Um Mitternacht auf einen Friedhof herumzurennen. Oh Mann. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Worauf habe ich mich bloß eingelassen? Part 2. Okay, jetzt kommt der zweite Text. Ja? Okay? Ich muss rausbekommen, was diese Kinder mit dem Tod von Onkel Dieter und Papa zu tun haben. Vielleicht ist es ja ganz gut so, dass er ein Feigling ist. Soll ich irgendwie panisch sein, wenn ich die reinlasse? Ja, allgemein, paranoid. Du bist paranoid, du bist nicht wer zusammen. Hier unten hört euch eh keiner. Verrecken sollt ihr, taugenichts, Bastarde. Keiner will euch. Keiner wird euch vermessen. Das ist super. Das ist gut. Entschuldigung, das ist hier voll irre. Das war wirklich gut. Das war. Ich hab gerade Gänsehaut. Doch. Die Rolle muss mehr spannen? Also, ja, die muss auch ein bisschen was. Wir waren ja nicht so viel aus dem. Das ist nicht das Ganze von dem. Ja. Stimmt, das ergibt Sinn. Ich muss also viel aggressiver und gehetzter reden. Ja. Okay. Soll ich aber so reden? Also, wir haben. Nein, du bist so.
Also du kannst echt Äs einbauen und sowas. Ja, was und so. Lücken und Nachdenkpausen. Ja, das kann nur besser werden, wenn ihr gute Anweisungen gebt. Ja, ja, genau. Merke ich. Soll ich nochmal sagen, wer ich bin? Oder? Nein, nee, muss einfach. Nicht. Okay. Du darfst mich rausschmeißen, Nils, ne? Achso, ja, mit ihrer besten Freundin. Okay. Ich weiß gar nicht, warum bei mir so wenig steht. Ja, weil die Rolle nicht groß ist. Oh Mann. Ich hab für alle noch ein bisschen langsamer. Aber das Problem ist, wenn du die ganze Zeit in irgendwelchen Sätzen abbrichst, oder such dir einfach einen Satz, versuch den sicher zu machen und arbeite dann dran. Gut finde ich, ja, hier steht Persönlichkeit. Onkel von Jenny und verstorben. Ich bin also tot, ja? Ja, richtig. Das ist... Gut, es ist ein Feigling, aber wenn er kein Feigling gewesen wäre, dann wäre ihm etwas Schlechtes passiert. Den Koffer brauchen wir ja unten nicht. Wenn du das nochmal vorsprechen könntest, wäre schön. Okay. Also wieder so wie gerade eben. Ja. Du bist tot. Achso. Das du bist ein Teil. Bin ich auch. Ja, ich fand's auch gut. Ich finde das gut, weil... Und dir kann ich wirklich Anweisungen geben, um Punkte. Erzählen Sie, was führt Sie her? So, fragen Sie. Hässliches Land. Wir haben eben mit der Polizei in Rangsdorf kommuniziert. Es ist ja jetzt nicht die Aufnahme, es wird ja nicht gezeigt, dass es kommt. Es ist einfach nur für uns, damit wir wissen, ob seine Stimme reinpassen würde oder nicht. Na, wenn da keine Namen dran stehen, könnten wir in den Archiven nach dem Datum suchen. Gott, ist das schwierig. Hast du gut gemacht. Danke. Feedback für die Dame. Ja, danke. Ja, der zweite Text war gut, der erste fand ich nicht so gut. Ja. Ich weiß nicht, aus welcher Szene heraus kommt. Ich finde, ab dem dritten Satz hast du richtig Power gegeben, die ersten zwei Sätze auch, aber also da ein bisschen mehr, aber ich glaube, da musst du dich jetzt nicht wiederholen. Das ist ein Jump-and-Scare-Effekt. Jump-and-Scare-Effekt ist ein Film, wenn du hast einen dunklen Korridor und auf einmal sieht man das Monster. Das ist ein Jumpscare. Auf einmal passiert etwas. Oder es ist gruselig plötzlich. Mein Gott. Ich hab so einen schönen Blumenfehler. Ich glaube, kaufmännische Fähigkeiten helfen dir hier nicht. Ich hab auch den Eindruck. Vor allem bin ich tot, ja. Bin ich zum ersten Mal im Leben. Übertrieben ja, motiviert. So wie du das machst, das ist ganz anders wie er es gerade macht. Mach das mal übertrieben. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen. Kannst du es mal ganz, ganz übertrieben motiviert machen? Erzählen Sie, was führt Sie hierher? Und jetzt ein bisschen weniger. Erzählen Sie, was führt Sie hierher? Da wirst du schon recht haben. Zwei Verluste in den letzten zwei Jahren. Die Umstände waren ja auch nicht einfach. Ach was. Also, wenn ich das jetzt alles richtig verstehe, wurde dein Onkel von Kindern in den Wahnsinn getrieben und umgebracht? Vielleicht, dass du den Satz nochmal sagst, aber ein bisschen... Also, der Onkel war ein Feigling sozusagen. Da kommt sie ja. Ah! Jenny, renn! Das war... Ich fand's richtig, richtig gut. Sehr gut. Ja. Da muss man nicht viel ändern. Ja, wir haben alles. It doesn't hurt me. Do you wanna feel how it feels? Do you wanna know?